Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Beast Inside. Und ich musste gerade feststellen mit Erschrecken, dass die Tür, in die wir gerade hinein wollten, jetzt zugesperrt ist. Also, wir sind hier reingekommen, so nicht rein hinein wollten, sondern wo wir hergekommen sind, ist einfach zugesperrt. Ganz toll, wir sind jetzt hier eingesperrt. Eingeschlossen. Oh mein Gott. Ich wollte gerade noch was zu dem Loch sagen. Huch, da ist ein Loch. What was that? Where did it try to drag me? Oh Gott. To hell, maybe? Christ, what have I gotten into? Ich habe mich gerade zu Tode erschreckt, ey. Zu Tode. Wo ist denn unsere Fackel? So, was ist denn das jetzt hier für ein Räumchen? Ich habe mich schon wieder ein bisschen beruhigt. Was ist denn das für eine Hand, Alter? Was ist das denn? Hä? Warum? Warum sollte ich das jetzt machen? Einfach mal das Fenster zumachen. Macht überhaupt keinen Sinn, Mann. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Alte, die hat mich jetzt erschreckt, ey. Kein Petroleum. Nur mal ein bisschen Streichhölzer. Streichhölzer haben wir hier. Wow. Gott. Ich mich erschreckt. Also, mir schlottern jetzt nicht unbedingt die Knie, aber ich habe so Gänsehaut, so ekelhaft. So, was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas, was man lesen sollte? Nee, alles nicht. Nichts zum Lesen dabei. Also das Spiel ist gut da drin. Das Spiel ist echt gut da drin, Leute zu erschrecken oder zu warten, bis du einfach gar keine Angst mehr hast. Hallo? 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 Wer redet da? Jetzt traue ich mich schon wieder nicht mehr zurück. Na komm, mach die Tür doch mal auf. So. Hier ist nichts. Ist hier noch was? Ich krieg die ganze Zeit Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass es gleich wieder knallt. Ja, wir haben den Spaß jetzt hier aber angefangen, dann müssen wir ihn auch zu Ende bringen. Ne? Ja, hier ist noch ein bisschen Petroleum, gut. Wunderbar. Ihr habt übrigens vielleicht gemerkt, ich habe ein bisschen kürzere Folgen gemacht. Hat aber nichts mit meinen Nerven zu tun, sondern einfach um das Ganze ein bisschen, das Let's Play einfach ein bisschen attraktiver zu gestalten. Da hier. Rein. Tür ist zugesperrt. Wo ist denn die blöde Säge jetzt eigentlich? Ich müsste wieder hoch, ne? Ach, guck mal an. Was ist denn hier passiert? Ich würde ja mal sagen, hier ist... Looks like a slaughter. Good God. Something's wrong here. I'd better grab that tool and get out of here. This should cut through the chain in the janitor's room. Guck
Komm, geh auf. Geh auf, Kette. Ja klar, mach's leise, sag ich noch. Jetzt brauche ich wieder das Petroleum. Wunderbar, Moment. Wieder zurück. Inventar schließen. Wunderbar. Das. Warum müssen wir auch die ganze Zeit jetzt hier in so einer. Oh Gott, gleich wird's so knallen. Ich hoffe, diese alte kommt jetzt nicht nochmal. Na komm. Da war doch auch so ein verrückter. Ja klar. Klar. Ich bin in so einem komischen Geisterhaus. Und dann fällt mir nichts Besseres ein, als in die Räume reinzugehen, wo die ganzen spooky Dinger sind, Alter. Oh Gott, ich glaube, oh, ich scheiß mir so in die Hose. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, ich sollte so schnell keine Geisterspiele mehr spielen. Nein, 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 nein. Das ist nichts für mein Gemüt. Hallo? Ist doch gar nichts drin. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Hier nichts rausspringen, bitte. Da flüstert auch schon wieder was. Poor soul. He spent most of his life here, and after death, he's still the inn's janitor. But now for eternity. And the guests, from what I can see, are sure to cause trouble. Hmm. Gott. Jetzt sind wir drin. Wow. Oh. Und das Fiese in so Spielen ist immer dasselbe. Du kannst nicht kämpfen. Du kannst natürlich nicht kämpfen. Wir haben nur dieses dumme Ding und das nicht in dieser Zeit, sondern in der anderen Zeit. Gut, alles klar. So, dann lesen wir das mal. So, Mr. Jacob. Ermahnt mich ständig. Ich solle die Finger von der Flasche lassen. Ja, besser ist es. Er sagt, ich würde Gespenster sehen. Doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinn. Ich trinke, weil ich Angst habe. Etwas schleicht in diesen Wäldern umher. Aus den Bäumen hallt unmenschliches Geschrei hier hervor. Und aus den Tiefen der Hölle erklingt Geheul. Ich habe die Kratzspuren in der Rinde der Bäume mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacob sagt, ich sei ein Trunkenbold und solle mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie allen Grund dazu, Angst zu haben. Wie viele Menschen sind bereits in die Wälder gegangen, ohne je zurückzukehren? Gott steh mir bei. Das ist das Geheul. Da ist das Geheule wieder. Ich brauche etwas Starkes oder ich werde heute Abend nicht zur Ruhe kommen. Ja, hast dich totgesoffen. Also siehst du, was du von hast. Schlüssel. Wing B. Zimmer 106. Also, Flügel B. Zimmer 106. Okay, alles klar. Merkt man das mal. Was? Jetzt hing dann das Spiel kurz. Gut. Alles klar. Wir gehen raus. Aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn euch gefällt, was ich tue, lasst gern ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis dahin, euer TNFC.